das mal so ganz drastisch zu sagen. Zwei Adressen gebe ich Ihnen gleich mal. Hier, das wird sowieso in Ihrer Kompetenz fallen. Das ist der Herr Liebmann von Direktion Kulturbauten. Ah, ja. Und das müssten Sie mal, dass wir uns nicht, oder dass Sie sich nicht mit denen in der Haare kriegen müssen oder sowas. Ja. Und hier ist noch ein Ingenieur, Herr Hoffmann, und noch ein Herr, der hat nur angerufen, der will aber auch kommen. Ja. Ich würde vorschlagen, ich erkläre Ihnen das mal, die komische Sache mit der Stiftung, soweit es mir mittlerweile klar geworden ist. Und dann würde ich bitten, dass wir mal sagen, was wir so gemacht haben. Ja. Und den nächsten Termin Anfang März ausmachen. Mhm. Also mit der Stiftung ist der Umstand eingetreten. Es gibt in der Bundesrepublik offensichtlich einige Millionen, und zwar soll es sich um 150 Millionen oder sowas handeln, die dort als Stiftungsvermögen aufgebracht wurden. Um diesem Vermögen einen Stifter zuzuordnen, musste in der DDR jetzt eine Stiftung gegründet werden. Und wer hat die gestiftet, wenn ich das mal frage? Das weiß ich im Einzelnen nicht. Nur es sollen also Politiker und öffentliche also so Einzelpersonen, Einzelpersonen oder auch Gesellschaften, politische Kräfte, auch kommerzielle Verlage und so. Ist das spezifisch für Leipzig? Das ist spezifisch für Leipzig. Und in Kenntnis dieses Zweckes der Stiftung, dass also hier Denkmalschutz stattfinden soll? Nee, Maße mal scheinen lassen. Und diese Stiftung, die brauchte also in der DDR einen Träger, der über das Geld verfügt. Und deshalb musste ziemlich kurzfristig dort ein Stiftergremium gefunden werden. Und Sie haben das sicher in der Presse gelesen, wer dabei ist. Aus meinem Hause ist also der Gunter Böhnke und der Bernhard Lange dabei. Ist ja noch eine andere. Magirius ist mitgenannt worden. Masur. Die waren aber nicht alle da, weil das Masur ist leider im Ausland und so. Rotsch, Professor Rotsch, Professor Unger. Waren noch dabei. Der Rektor war noch dabei. Ja, es waren einige, die schon zugesagt hatten, nicht dabei. Und einige sollten noch dazu genommen werden, weil man das Spektrum ziemlich breit haben wollte. Ne? Mhm. Damit also eine gewisse Gerechtigkeit bei der Vergabe dann. Also ich glaube, auf 21 Mitglieder hat man sich geeinigt. Ja. Ne? Und Mediziner und sollte noch dazu. Die Geschäfte wird jetzt der Bernd Weinkauf führen dort. Oder zumindest die Anlaufstelle. Ja. Und diese Stiftung ist relativ kurzfristig gegründet worden. Mhm. Der Herr, der das in der Bundesrepublik betreibt, ist ein Herr Bartel aus Karlsruhe. Er macht das ein bisschen im Auftrag der SPD, glaube ich. Hat damit aber nicht ausgedient. Hier sollen jetzt deutsche Aussiedler aus Osteuropa übergangsweise wohnen, ebenso Asylsuchende. Weil überall Übergangswohnheime fehlen, wird das Lager vorerst allein mit Aussiedlern voll belegt. Für Asylbewerber macht man vorerst keinen Platz. Polen beharrt weiterhin auf der schnellen Anerkennung seiner Westgrenze. Aufgaben ausgestattet, also beispielsweise noch ökologische Projekte, Betreuung von Medien bis zu Kulturfestivals und was weiß ich. Aber eines ihrer Bereiche ist natürlich auch die denkmalspflegerische Betreuung der Stadt Leipzig. Die verfügen gegenwärtig also erst nur über Westgeld und zwar noch auf keinem zugänglichen Konto. Da müssen erst rechtliche Grundlagen geschaffen werden um ihren Konto. Das soll aber demnächst alles schnellstens passieren. Sie wollen in Zukunft auch ein DDR-Mark-Konto eröffnen. Soweit ist es aber noch nicht. Am 9. März wird sich diese Stiftung in der Moritz-Bastei der Öffentlichkeit vorstellen und bis dahin wird sie auch ihren Präsidenten nominiert haben. Und nun habe ich mit dem Weinkauf Folgendes verabredet, dass wir die Öffentlichkeit nicht so stark durcheinander bringen, dass wir unsere Stiftung weiterführen und sie eventuell mit der anderen Stiftung kooperierend betreiben oder in einem späteren Zeitraum, dass sich das Stiftungseigentum eventuell vereinigt, also das
Fusioniert. Und da würde ich Sie mal bitten, dass Sie vielleicht da einen Passus da in unser Statut mit einfügen, der diese Möglichkeit in Erwägung zieht. Nicht, dass wir dann gegen unser Statut handeln. Wenn das eines Tages. Ja, wir haben ja zur Zeit noch kein Statut. Wir haben noch keins. Vorschlag zu dem Statut. Mal Folgendes, was Sie jetzt sagen, das wäre ja nur erstmalig das, was man eigentlich eine Stiftung nennt. Eine Stiftung ist ja was wir hier vorhatten, war ja selbst nach früherem Recht und nach heutigem gibt es gar nicht, da waren wir uns ja drüber klar, war ja selbst nach früherem Recht keine Stiftung, sondern war eine Sammelstiftung. Da hat es schon früher lange Streit drüber gegeben, ob es überhaupt geben darf und wie das zugelassen wird und so weiter. Jetzt wäre es eine Stiftung, also das wäre eine Stiftung. Ja. Wie man nun diese beiden Gebilde aneinander bringen könnte, das müsste man sicher entscheiden, wenn es soweit ist. Jetzt nun in einer Satzung, die noch gar nicht existiert und von der wir noch gar nicht wissen, ob sie so bleibt, nun schon aufnehmen als letztes, dass also geplant ist, diese dann einer anderen Stiftung mit zuzuschlagen. Das ja, könnte mir nur überlegen, dass also einer... wenn dann eines Tages mal über das Geld verfügt wird und Leuten, die da gespendet haben, die sagen dann, das haben wir aber nicht gewollt, dass das jetzt dem mitgegeben wird. Ja, die Gefahr besteht aber. Kann man der irgendwie juristisch vorbeugen? Nee. Also wenn wir jetzt das nach der jetzigen Satzung lassen, und das müsste ja jetzt publiziert werden, so wie wir das vorhatten, dann geht der Einzelne davon aus, ich spende jetzt Geld und da wird meine Pumpe vom Haus wert. Das würde sicher die andere Stiftung anders sehen oder so jedenfalls nicht gewährleisten können. Und der Betreffende würde natürlich sagen, warum wurde ihm nicht gemacht? Dann könnte man höchstens, also wenn es sich um Zusammenarbeit handeln wird, sich darum bemühen, dass die andere Stiftung unsere Satzung anerkennt. Damit wäre gesichert, dass Leute, die uns spenden, ihr Geld im Sinne unserer Aufgabenstellung verwendet sehen. Ja, das wäre theoretisch möglich. Weil also es könnte ja im Rahmen der jetzt geplanten Satzung, könnte es ja niemandem benommen werden, 150, wie viel war es? Millionen. Millionen Mark zu überweisen. Weil, so Großzügigkeit sind ja keine Grenzen. Also Sie sehen ja keine großen Schwierigkeiten gegenwärtig drin. Da muss man so noch nicht das Geld haben. Das ist nicht die richtige Formulierung, Herr Hart. Ich sehe keine größeren Schwierigkeiten als bisher auch. Ich meine vom Juristischen, wobei wir uns ja alle drüber im Klaren werden, wir machen Dinge, und das steht ja selbst in dem Entwurf drin, die der Geschichte vorauseilen und die einer künftigen Stiftungsgesetzgebung, was auch der Minister gebilligt hat, eigentlich vorgreifen. Darüber waren wir uns ja von allen klar, das steht ja drin. Gut. Ja, ich sehe auch keine großen Schwierigkeiten, weil wir ja das, sagen wir mal, finanziell-ökonomische Abwicklung in beiden Fällen, was das Denkmalspflegerische betrifft, über Sie abwickeln werden, ne? Naja, das ist so, also diese andere Stiftung, also erstmal das Anliegen, das ist weitgehend identisch, zumindest dieses Anliegen steckt voll dort mit drin, wobei dort diese Stiftung den Kulturbegriff noch etwas weiter fassen wollte. Also sie würden es also nicht ausschließen, sagen wir mal, für Behinderte etwas einzusetzen oder ein Altersheim zu rekonstruieren. Soweit kann das eventuell gehen. Aber das soll dann, wenn ich das richtig verstanden habe, so funktionieren, dass direkt eine Geschäftsführung installiert wird, die dann, sagen wir mal, von der Denkmalpflege beraten wird, ja, aber dann die Geschäfte selbst abwickelt. Das wäre etwas anders, als wir es jetzt... Ja, weil es kommt natürlich auch noch dazu, dass durch diese Stifter, obwohl es eine unabhängige Stiftung ist, natürlich eine gewisse Richtung geprägt ist. Das heißt, wenn Verlage stiften, wollen die natürlich auch einen Zugriff haben für die Stadt Leipzig, indem sie hier... präsent sind in irgendwann. Deshalb wird diese Stiftung sich mehr um kommerzielle Verbindungen kümmern müssen, als wir das eigentlich beabsichtigen. Ja. Wir wollten uns ja um bestimmte Objekte kümmern. Ja. Ne? Ja. Sind Sie denn, Herr Dokel, sind Sie denn in die andere Stiftung auch irgendwie mit einbezogen? Ja, bin ich. Ich bin in diesem Stiftungsrat unter diesen 21 Personen mit drin.
Und wie gesagt, zunächst glaubte ich, durch Missverständnis handelt es sich um die gleiche Angelegenheit. Jetzt habe ich erst bei der zweiten Einladung mitbekommen, dass es zwei Sachen sind. Also in gewisser Weise ist natürlich, also für mich persönlich, ne, wäre es kein Problem. Für den Außenstehenden kann natürlich das ein Problem darstellen. Ne? Wer ist die bessere Stiftung? Warum gibt es zwei? Was wollen die? Was wollen die? Also streng genommen wollen beide dasselbe. Die andere nur hat den Radius, also sich ein kleines bisschen weiter gesteckt. Ja, erheblich weiter würde ich sagen. Ja, wenn man 150 Millionen Westen hat, dann muss man ein bisschen weiter. Da sehe ich eigentlich auch, den Unterschied bei beiden Sachen. Ich meine, wir hatten doch, wenn ich an das letzte Gespräch jetzt denke, wir hatten doch eine, ich muss sagen, relativ bescheidenen Umfang der Sache gedacht. Ne? Und deshalb also auch unser Versuch an Sie und ehrlich gesagt meine Freude, als Sie sich da bereit erklärt haben, ob Sie das so nebenbei mit überwachen können. Für mich ist es klar, dass ich da mitmache. Ja, wenn das jetzt um 150 Millionen Mark geht, dann geht das ja von meinen Begriffen nicht ohne Technikapparat. Also das ist überhaupt nicht die Verantwortung. Also hat nicht die Verantwortung. Ja, für was wie ein Geschäftsführer oder so, das muss man da haben. Ganz korrekt, das Abrechnung, Buchhaltung und allem und so weiter. Das Herangehen ist insofern noch etwas anderes. Das ist uns allen, die da im Kaffeebaum dabei waren, klar geworden, weil das von einem Mann organisiert wurde, der von woanders kommt, andere Organisationsform kennt und die auch hier einbringt. Ne? Mhm. Also wir waren von unseren Möglichkeiten ausgegangen und da sieht das etwas anders aus, als von wie Herr Bartel das sieht. Also er will zum Beispiel, das finde ich aber gut, ne, das alte Kloster übernehmen, also die Stiftung soll das übernehmen, rekonstruieren, dann vermieten, sinnvoll vermieten, wieder Gewinn dadurch machen und dadurch kommt auch Geld hinein und so weiter. Also das ist noch kommerzieller. Das Kapital im guten soll also Sinne arbeiten jetzt. Irgendwie. Aber das ist nicht der vordergründige Sinn. Das hat ja außer diesen 21 Persönlichkeiten niemand was zu sagen dabei. Und da ist ja keiner dabei, der jetzt vordergründig kommerzielle Interessen vertritt. Naja, aber in der Praxis ist es natürlich so, dass den Stiftern, die das Geld zur Verfügung gestellt haben in Millionenhöhe, natürlich gewisse Konzessionen gemacht werden. Ne? Da drüben einer 50 Millionen gespendet hat und erwartet, dass er hier deshalb in Leipzig vielleicht eine Zeitung aufmachen darf oder was weiß ich, da wird sicher jemand hier hilfreich sein wollen. Ja, ich sehe das jetzt in dem Sinne, dass die sich jetzt diesem Stiftungsstatut anschließen, ist ganz ausgeschlossen für meine Begriffe. Denn die haben ja ganz andere Vorstellungen, ganz andere Dimensionen und müssen das auch ganz anders regeln. Umgekehrt wäre es natürlich denkbar, dass diese Stiftung praktisch eine Art Sammelstiftung wird, die ihre Beträge dann auf diese Konten mit ganz bestimmter Zielsetzung oder irgendwas mit gut bringt und die dann vielleicht über den Apparat dieser anderen Stiftung, was wäre gar nicht schlecht, mit verwaltet wird, aber eben mit ganz speziellen Objekten. Ja, dass wir trotzdem immer benennen können, wofür es... Ich würde auch erst einmal dabei bleiben, dass wir uns auf diese objektbezogene Arbeit konzentrieren, sehen, welchen Umfang das annimmt und dann können wir in einem halben Jahr immer noch entscheiden, ob wir uns zusammenlegen müssen, ob wir vergrößern müssen oder ob wir vielleicht nur bei ein, zwei Objekten bleiben können, weil sich dann, sagen wir mal, der Wille zum Spenden ein bisschen erschöpft hat, denn an allen Ecken quellen jetzt Stiftungen und Sammlungen und die Leute werden dann auch ein bisschen müde. Und deshalb wäre mein zweiter Punkt, wir müssten jetzt versuchen, dass wir einfach mehr in die Öffentlichkeit gehen. Ich habe ja so mal was gemacht, in Aufruf, wo ich versucht habe, möglichst kurz das dann Nein zu kriegen. Das würde ich dann Ihre Zustimmung voraussetzen, dann nochmal an die Presse und an einige Informationen. Und bei dem Namen Stiftung Denkmalschutz wird es aber bleiben. Nicht, dass die Leute durcheinander kommen. Die andere heißt ja auch Kulturstiftung, oder? Ja. Kulturstiftung Leipzig heißt die und die hat den Untertitel dann solche Prädikate. Mhm. Die Denkmalschutz, Umweltschutz und Stadtkultur hat man dann noch eingeführt. Ja, das bleibt bei diesem Gartenpavillon, ja, in der Seeburgstraße. Ja, da werden Sie uns nachher noch den letzten 14 Tagen. Da werden Sie uns ja noch ein paar Angaben machen können. Ja, ich habe jetzt mal wenigstens, also meine Kollegen haben sich zwei Tage bemüht, eine Verantwortung für die Projekte zu bekommen. Ich habe es nicht bekommen, aber das ist da. Ich muss da noch mal darauf verweisen, dass wir das nächste Mal das Projekt angucken.
Aber vielleicht ist es, ich habe auf jeden Fall mal hier... Ist das was, was ich ablichten lassen kann, das eine Presse mitschicken? Das ist ein kurzer Text, der aus einem von mir gemachten Buch... Immer reicht, ich kann das ablichten. Ich habe das. Willst du jemand von Ihnen noch haben? Das ist nur mal eine kurze Erklärung, warum es sich bei dem Objekt handelt. Ne? Und der Brief hier vom Liebmann, das ist ein Missverständnis. Der denkt, wir wollen ihm sozusagen hier seine schöne, wertvolle Arbeit wegnehmen. Wir wollen ihm sozusagen Geld geben. Hm. Die Stadt hat nämlich kein Geld. Ne? Und, es führt nicht zu Konflikten zwischen Ihrem Amt und... Ja, ich nehme an, der Jens Müller ist hier der, derjenige, der sich über... hat er jetzt sich nicht gehörig hier einbezogen gefühlt. Also Sie wissen ja, wie das entstanden ist. Wir haben diskutiert. Ich habe gesagt, ich könnte mir dieses Objekt vorstellen. Es geht ja darum, Geld zu geben. Und die Stadt, die kein Geld hat, zu entlasten. Oder nicht hier eben seine Arbeit wegzunehmen, Gottes Willen. Ne? Ich kann das nicht. Können Sie sich mit dem nochmal in Verbindung setzen, dass der nicht denkt? Ja, ich beantworte das. Ne? Ach, das kommt mir mal. Ich kenne das nicht. Ja. Und das ist... Was soll das ja heißen? Neogotisch? Neogotisch? Neogotisch würde ich heißen, ja. Ja, das ist spannend. So, zu diesen auf, gibt es da irgendwelche Fragen von Ihnen? Soll ich noch Formulierungen ändern oder so? Ich habe es versucht, ein bisschen kurz zu halten. Ja, ich würde das ganz gerne dann morgen früh in unser Programm schon bringen wollen. Ob Sie mir den Text da mal erst geben können? Natürlich, ich kann Ihnen ich kann den jetzt... Meinst du den? Nee, den habe ich schon. Den können wir gleich noch ablichten lassen. Dann können Sie den auch mitnehmen. Ja, wenn wir das noch schaffen, das würde ich nehmen. Wir können nicht brauchen. Also wir haben vor 14 Tagen haben wir das Konto eröffnet. Und es gibt auch schon einige Leute, die sich bei mir gemeldet haben. Der Schorsch Antosch, der will eine Sonderveranstaltung machen. Und dann gibt es aus Berlin zwei Dinge. Die anderen müssen wir erst mal abwarten, was sich tut. Wir müssen allerdings jetzt versuchen, in unseren Einrichtungen ein bisschen werbend darauf hinzuweisen, also indem wir zum Beispiel, was den Funk betrifft, doch ab und an vielleicht jede Woche mal oder zwischendurch mal und wenn es eine Magazinsendung ist, mal die Kontonummer durchgibt oder sowas. Und ja, dass wir vielleicht den Aufruf in geeigneter oder gekürzter Form in jedes Programmheft hinten reindrucken. Ja, wir wollen auch so eine Ausgestaltung machen in der Pfeffermühle. Wollen auch eine Sammelkasse aufstellen. Haben wir auch schon. Von und wollen vor allen Dingen mit allen Betrieben, die bei uns Vorstellungen kaufen, sprechen und sie auffordern, dafür zu stiften und wollen in regelmäßigen Abständen eine unentgeltliche Vorstellung dafür spielen. So ähnliche Dinge werden wir auch machen. Wir haben jetzt erst einmal alte Programmhefte und so haben wir zum Wegnehmen hingelegt und das geht wieder erwartend sehr gut. Wir nehmen es als Plakat und zahlen dafür ohne weiteres und Aufschläge auf Platte und so, aber immer auf freiwilliger Basis. Ne? Die müssen das auch nicht bezahlen. Ja. Und dann werden wir auch Sonderveranstaltungen organisieren. Wir werden auf jeden Fall alle Leute ansprechen, die bei uns Vorstellungen kaufen. Wir sind auch jetzt zur Messe schon, also die Iduna Hamburg zum Beispiel hat eine Vorstellung gekauft und da hoffen wir, dass diese Leute auch... Auf Ost? Valuta. Das kriegen sie doch dann nicht auf unser Konto. Ja, dann müssen wir eben ein Valuta-Konto einrichten bei der Staatsbank. Das ist auch nur jetzt das Problem, das, was ich nämlich vorschlagen würde, dass wir die Valuta-Einkünfte dieser Stiftung zueignen und dass wir die überreden, dass die gewisse Marke... Ja, das müssen wir ja aber rechtlich machen. Denn wir haben beispielsweise noch den Vorschlag, den Pflichttransfer bei Westgastspielen, den wir einzahlen müssen, rückerstattungsfrei, also ohne Umtausch, die gesamte Westmark-Summe zu spenden und die eventuell mit auf das Leipziger Konto zu geben, der großen Stiftung. Ja. Da müssten Sie sich mal überlegen, ob das für die Mühle auch geeignet ist. Sie zahlen doch diese Valuta-Anteile. Für die Stadt Leipzig sowieso. Und das könnte man beispielsweise auch einer der Stiftungen zueignen. Ja, das weiß ich nicht. Das muss man dann mit dem Stadtrat nochmal besprechen, weil auch das Kulturbauten der Stadt zugutekommen soll, was wir da einzahlen. Und mir kommt jetzt immer mehr eigentlich die Vorstellung, ob es nicht richtig ist, die zwei Dinge in ganz getrennt laufen zu lassen.
Und das hier direkt als, auch als Sammlung zu bezeichnen. Ich meine, ob man das nun, der Name ist nicht das Wichtige, aber dass man das direkt, was es ja auch ist, eine Sammlung. Es ist sonst auch schwer durchschaubar, auch wenn ich mir vorstelle, wie ich das veröffentlichen soll, das den Leuten begreiflich zu machen, das ist das und die Zahlen von denen wieder dahin und so. Letzten Endes ist es ja auch egal. Im Endeffekt ist es ja wurscht, aber es ist wirklich ein bisschen widersprüchlich. Und das ist doch nochmal ein bisschen vom Rechtlichen klar zu machen, das ist jetzt langweilig für Sie, aber eine Stiftung ist eigentlich das, was hier geschehen ist. Dass jemand, der eben viel oder seiner Meinung nach zu viel Geld hat, dass der sagt, für den und den Zweck stelle ich jetzt den und den Betrag oder ein Gebäude oder sonst irgendwas unter meinen Betrieb. Ich kann alles möglich machen. Bereit mit aus den Erträgen oder also soll das bezahlt werden. Das ist das, was hier geschieht mit den 150 Millionen Mark, soweit ich das bis jetzt kapiere. Ne? Davon ist zu unterscheiden, dass sich jetzt eine Vereinigung bildet, wie das hier ist, die eine Sammlung durchführt, die also jetzt für einen bestimmten Zweck, der im Statut genannt ist, nun auf diesem oder jenem Weg hier eben über die künstlerisch tätigen Organisationen Gelder einzieht. Das ist eigentlich was anderes. Das ist eigentlich auch vom früheren Begriff her keine Stiftung, muss ich jetzt mal genau sagen. Ja? Na, das wäre erst eine Stiftung, wenn wir genügend zusammen hätten. Das dann darüber in besonderer Weise verfügt werden müsste. Nein, das wäre der Sammlungszweck. Ich muss eine Sammlung, ich kann einen Verein mit dem Zweck, ich kann sagen, ich veranstalte eine Sammlung mit dem Ziel, Denkmäler hier zu rekonstruieren. Das ist auch der Sammlungszweck, das wird noch keine Stiftung. Wenn die Sammlung, müssen wir jetzt, um das klar zu machen, wenn die mal im Geld erstickt und die sagt, das können wir alles gar nicht mehr verwenden, so, jetzt stiftbar. Das heißt, also dem und dem, der das also für ein Kinderheim oder sonst irgendwas, dann ist eine Stiftung. Das ist jetzt bloß, um das mal ein bisschen auseinanderzuhalten. Und insofern wäre das eigentlich auch eine saubere Abgrenzung. Das wird, da stellt sich auch der Bürger was Bürger vor. Wenn er sagt, das eine ist eine Sammlung, der kann ich jetzt durch meinen Beitrag oder was kann ich was zuführen und das kommt dem und dem Zweck zugute. Oder ob ich jetzt gegen diesen Begriff Sammlung? Nein, gar nicht. Dann könnte man doch Ihrem Vorschlag folgen. Und Sammlung denken, also Sammlung denkt man schon. Da müsste man das ja nur umbenennen. Ne? Das wäre aber auch viel sauberer. Ist es korrekt? Also ich muss sagen, ich habe beim letzten auch nicht den Unterschied gesehen, der mir jetzt heute verständlich wird. Ne? Dann wäre das die Sammlung Denkmalschutz, die von diesen Einrichtungen vor allem getragen wird. Die Stiftung ist dann wirklich was ganz anderes. Kann jemand aus Kanada oder sonst wer mal für Millionen rüber schicken, das ist was ganz anderes. Als und das würde dann nur Sammlung heißen, weil Sie vorhin auch den Begriff Sammelstiftung hatten. Ja, das ist Sammelstiftung. Muss ich mal natürlich ganz auf die Geburtsstunde der Sache zurückgreifen. Da hatte ich natürlich mal darauf hingewiesen, für diese Sammlung gibt es natürlich im bisherigen Recht wieder ganz detaillierte und ganz penible Regelungen. Da hatte ich Sie ja darauf hingewiesen. Und wir waren uns ja alle einig, dass wir die nicht brauchen. Das muss ich jetzt mal so deutlich sagen. Ne? Denn ich meine, für diese Sammlung gibt es ganz speziell, da ist natürlich auch eine Überwachung dann gesichert durch den Staat und so weiter. Das waren eben Sammlungen bisher durch die Kirche oder sonst irgendwas. Da wurde ja mit Absicht eigentlich eine sehr strenge Maßstab, die wurden auf eine Zeit befristet und so weiter. Aber ich meine, nachdem wir hier vom Kulturminister diese Absolution haben, einer künftigen Regelung vorzugreifen, da hätte ich jetzt mal selbst als Jurist nicht allzu große Bauchschmerzen, einfach das zu machen. Aber ich muss darauf hinweisen, es geht eigentlich nicht. Ne? Also, dann würden wir jetzt so verbleiben, dass wir uns ab sofort Sammlung nennen. Das überlegen Sie, ich will jetzt hier keine Sammelstiftung, was Sie sagten, Frau Münzel. Sammelstiftung ginge doch auch. Ne? Es wird nicht alles, was länger wird, das klingt dann auch gleich besser. Rüdi, hast du mal einen Kaffee für uns? Das ist eigentlich der Kaffeemaschine. Ich dachte, weil Sammlung nicht so gut klingt wie Stiftung. Ja. Eigentlich ist Stiftung streng genommen falsch, deswegen dachte ich gleich. Jürgen, lichtest du mir das dann doch mal ab, dass wir da werden? Es gibt eine Art des Sammlungs- nach der gehen, also auch wenn jetzt jemand in Moderie veranstaltet und so weiter, das geht. Die ist unheimlich gut. Ich habe es jetzt nicht nochmal Korrektur gelesen. Ich hoffe, dass kein Fehler drin ist, aber den würdet ihr vielleicht merken. Ne? Ja, dieses neogotische Staat, das ist falsch. Also ich habe es jetzt nicht nochmal gelesen, nicht, dass irgendeine Jahreszahl falsch ist oder so. Was heißt 1757, da muss irgendwie die Zahl. Ja, Stiftung.
ungefähr? 1754 hat es gesagt, ist jetzt 55, ja? Ja. Nee, was? Das habe ich noch aus dem Kopf gesagt damals. Ja. Mhm. So wie dort wird es schon bestimmt. Ja. Also ich würde erstmal wirklich vorschlagen, das ist ja diese Verordnung über öffentliche Sammlungs- und Lotterie. Mhm. Ich meine, vom gesetzlichen Inhalt her ist es das eigentlich, was wir machen. Mhm. Ne? Wie gesagt, das ist hier eine ganz detaillierte Regelung. Wenn Sie die lesen würden, dann würde das alles weglegen. Das ist natürlich mit Absicht auch so gemacht worden damals. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man den Begriff Sammlung nicht vermeidet, sondern im Gegenteil verwendet, weil das auf den Charakter, das er eigentlich hinweist. Und das ist es. Zumal der uns jetzt den Nutzen der Unterscheidung bringt. Ne? Ja. Das wäre ja selbst für Eingeweihte so. Kaffee kommt schon. Richtung kommt auch gleich. So. Na, wie nennen wir uns denn? Sammelstiftung nicht. Naja, das war mein Vorschlag, um das die Stiftung zu retten. Also, aber ich meine, Name kommt nicht an. Nee, mir geht es nur darum, ich will das wirklich rumschicken und da muss ich irgendwas drüber schreiben. Also wenn Sie gegen Sammlung das Ding... Ich habe überhaupt nicht, hat doch Geld kommt rein. Ja. Für Sammlung, das Ding, das will so nach Sammelbüchse, finde ich. Das so, ne? Ja, das ist das, was Sie stört. Das würde mich auch nicht stören. Das klingt nach Sammelstiftung. Vor allem sind die Leute eigentlich satt mit Sammlung. Es wird gesammelt und dann wird es gestiftet. So, denkst du ein bisschen nach Volkssolidarität? Ja. Das, genau das, deshalb hätte ich... Sammelstiftung, ich meine, das kommt nicht wahr, wenn ich... Aber wenn man Sammelstiftung drüber schreibt, das klingt wieder... Das klingt auch nicht. Naja, es wird erst gesammelt und dann wird es gestiftet. Also Sammelstiftung ist ein bisschen überführend, weil das sieht aus wie als wenn Stiftungen gesammelt werden. Was hat das geschafft? Dann müsste es Stiftungssammlung. Du kannst auch das Wort nicht Sammlung und nicht Stiftung. Gibt es da mal... Bietet sich da was an? Spende? Das ist ja, der Terminus Spende juristisch zu bewerten. Das geht als Spendendenkmalschutz Leipzig. Das wäre vielleicht besser, oder? Ja, ich dachte, aber vielleicht ist es auch wieder so lang Spendenkonto, Denkmalschutz Leipzig, ne? Spendenkonto, oder? Spendenkonto Leipzig Denkmalschutz. Spendenkonto Leipzig Denkmalschutz. Das sind auch Spendenkonto. Ja, Spendenkonto, das wäre, also da wüsste aber jeder, was er macht. Da hätte man auch wirklich eine erkennbare Kultur. Also ist auch gleich drin, wie es. Unterscheidend zu der Kulturstiftung Leipzig. Ja. Ne? Spendenkonto Leipzig, das klingt auch ganz anders, ganz algorithmisch. Ne? Bloß, also verwechseln wir das ja selber. Ne? Diese Vereinigung kann sich ja nicht Spendenkonto nennen. Doch, warum nicht? Wir? Spendenkonto? Ob wir uns Stiftung nennen? Ja. Stiftung sind wir auch nicht. Wir sind ja auch nicht gestiftet. Das besteht meistens nicht aus Personen. Ja, ne, das ist doch jetzt bloß ein Titel. Das ist nur ein Titel in dem Sinne, da, weil es ja ganz kurz sein soll. Ich meine, jetzt bei der Anmeldung müsste man es ein bisschen anders nennen. Eine Vereinigung zur Spenden, das finde ich gut. Oder denken, das können wir machen, ja. Eine Stiftung sind wir ja auch nicht. Wir waren denn da? Das weiß ich, habe ich jetzt gelernt. Förderkreis, muss man den Namen Förderkreis bleiben. Also im Prinzip würde mir das gut gefallen mit dem Spendenkonto. Ich habe auch drüber geschaut. Ich habe mal gebracht, wer dann sowas haben will, das kann ich dann. Ich habe jetzt, es steht das so drüber. Ja. Da würde ich dann Spendenkonto da reindrucken. Normalerweise war das natürlich besser, aber wenn diese Kulturstiftung wird ja ihren Namen nicht so modifizieren wollen, noch nicht können. Nee. Ja, weil es auch eine echte. Echte das ist ein Stift. Insofern müssen wir jetzt, wo die ersten waren, hier wieder zurück. Ne? Aber sich vor der schön der Name Stiftung Denkmalschutz. Das finde ich mal selbst, also jetzt in der Meinung der Öffentlichkeit stellt sich unter Stiftung, obwohl es das schon ewig nicht mehr gibt, eigentlich was Bestimmtes da. Da hat jemand viel Geld mit was gegeben. So hier soll ich doch Ja, das sind glaube ich, große bürgerliche Traditionen, die es bei uns überhaupt. Wer hat denn schon so viel Geld? Wir haben wahrscheinlich noch eins. Noch nicht. Wir wollen es demnächst haben. Wahrscheinlich kommt jetzt in diesem konkreten Fall noch dazu, dass. Der Stifter kann ja Einfluss nehmen und tut das noch, er sagt, spende, wie es geschehen ist. Das Krasi-Museum, spende das Bildermuseum, spende den Händefront. Aber wir wollen ja, dass sie anonym, also das ist dann ohne Forderung hier spenden. Das ist dann wirklich etwas anderes, ne? Auch sachlich. Ne?
wollen Geld haben und es für allgemeine Dinge. Genau, ja. Sind bei Stiftung, da ist immer dabei, was gestiftet wird eigentlich. Das kann zumindest. Das kann zumindest ne? Also es ist auch, zum Teil sind die Stiftungen auch so abwrackt, dass man gesagt hat, für gemeinnützige Zwecke spende ich mein Vermögen. Ja, na gut, aber das, was im Bewusstsein ist, im Vitamentepunkt oder so, das sind immer konkrete Dinge. Ja, das gab es auch. Ich meine, müssen wir Professor auch nochmal fragen, wie groß der Anteil eines solcher Stiftung ohne konkreten Zweck war, aber VSM mit einem Zweck verbunden. Ne? Oder ganz bestimmte Bedingungen geknüpft. Ne? Also zum Beispiel für das Bildermuseum auf dem Augustusplatz, ne? Da hieß es eben, der Schlatter war das, ne? Ich stifte die Summe, wenn bis 5 Jahre nach meinem Tod es gebaut oder begonnen ist oder so ähnlich. Ne? Da hat ganz konkrete Bedingungen dran geknüpft. Ne? Das kann natürlich bei der anderen Stiftung, habe ich mir gar nicht überlegt, vielleicht auch der Fall sein. Ne? Das ist der Fall, das möchte ich ganz sicher annehmen. Ja. Und wenn ich schon höre, dass der hier solche konkrete Objekte wie das alte Kloster und so weiter und dann das verwerten, was glauben Sie, wie viel bei mir jetzt waren, einer wollte eine Spielbank dort reinmachen, einer wollte das machen, ich meine, wir überlaufen jetzt von den Leuten, das sind ja auch Glücksritter hier im Appenberg. Ja. Und deshalb sage ich, also ich habe da schon mal so ein bisschen auf meine Manschetten bei solchen Sachen. Dass das hier über den Weg oder Stiftung. Aber das ist ja dann DDR-Eigentum, die Stiftung. Ja, ja. Ja, ja. Also, es ist ja nicht BRD-Besitz. DDR-Eigentum wird wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen, das wird dann städtisches oder Stiftungseigentum. Ist also Stiftungseigentum. Was für Eigentumsform wir dann haben, wenn es die DDR nicht mehr gibt, in absehbarer Zeit wird das ja der Fall sein. Ich kann Ihnen sagen, da kann ich fühlen. Also, das Schlimmste wäre, auch wenn Sie da beteiligt sind, dass jemand auf diesen Umweg hier zu Gewerbe haben könnte. Das läge in der Luft. Wobei die Stiftung jetzt wachsam sein muss. Ja. Also, genau das wollen wir ja verhindern. Ne? Wir wollen ja sozusagen, die andere Stiftung will ja Kulturobjekte in Besitz nehmen, damit sie nicht kommerziell ausgebeutet werden. Ne? Den wäre der Gewerbe haben selbst. McDonalds in der alte Börse neigen können, sagen wir es mal so einfach. Ja, die würden, ich meine, die wollen ja hier verfassen. Und hier kriegen sie keinen Raum und nicht Boden. Soll die nicht übereignet werden, aus gutem Grund. Die drängen hier in Gewerberaum rein. Und da gibt es schon, also es soll sich schon eine große Gesellschaft gebildet haben, die nur das Ziel hat, unter anderem in Leipzig da riesige Objekte, Geschäftszentrum aufzuziehen und so weiter. Ne? Nun könnte ich mir das vorstellen, aber ich will hier erkennen, dass hier auch jemand sich das einfällt lässt und unter dem Deckmantel Denkmalschutz segelnd hier für bestimmte Betriebe Gewerberaum. Wobei wir natürlich sicher Manns genug sind, auch notfalls eine Stiftung auszuschlagen oder so. Ne? Also wenn das erkennbar in die falsche Richtung geht. Ne? Also meine Meinung ist sehr orthodox in der Sache, wenn damit erreicht wird, dass das alte Kloster aufgebaut wird, dann sollen von mir aus solche Betriebe drin sein. Besser als jetzt, wo es verfällt. Das ist meine Meinung. Naja, eine Sinn und gut angelegten Stiftung ist ja, dass sozusagen das Stiftungsvermögen sich selbst erhält oder erneuert. Ne? Dass man also im Bildermuseum die Eintrittsgelder dann wieder für die Stiftung oder muss ich dann ein bisschen unter einem großzügigen kommerziellen Plan. Da gibt es also hier auch ganz schöne Unterschiede, das wird mir immer klarer, deswegen auch der andere Begriff ist dann sehr gut. Zum Beispiel die Stiftung will das alte Kloster kaufen, rekonstruieren und sinnvoll vermieten. So, das ist ja hier ganz was anderes. Also so wie ich es bis jetzt verstehe, ne, wollen wir ja hier kein Gebäude erwerben. Nee, wir stellen es der Stadt zur Verfügung. Und dann kriegt ein Rechtsträger das und das Spendenkonto hat nichts mehr damit zu tun. Absolut idealer Zweck. Das ist absolut idealer Zweck. Das ganz andere. Ja. Insofern also stellt sich auch eine gewisse Unterschiedlichkeit daraus, die durchaus sinnvoll ist. Ne? Das andere ist... Ach so, und bei der Stiftung ist es dann so, also angenommen, das geht so, dass bestimmte Gebäude übernommen werden, rekonstruiert werden und die Stiftung löst sich auf, dann steht im letzten Paragraphen, geht in Eigentum der Stadt über. Also das würde dann nach dem Stiftungseigentum, wenn die nächste Stufe irgendwann kommt, das ja mal, dann ist es wieder städtisches Eigentum. Und das ist ja wirklich alles ein bisschen anders. Ne, mit den also ich würde das wirklich ganz getrennt haben. Also, naja, mir geht es nur darum, dass wir kooperieren, dass nicht gegenseitig sozusagen, dass wir nicht hingehen oder. Das ist klar. Wenn möglich ist, dass wir für die Werbung machen und. Das. Und vielleicht auch, dass man den dort mit Sicherheit zu schaffen und Apparat mitnutzt. Das wäre meines Erachtens. Ich meine, wenn man einmal jetzt den Apparat hat, warum soll man den nur zweites Mal hier einrichten? Das.
Eigentlich ist ich brauche auch eine Abrechnung, was da alles ist. Sicher, wenn das zweckgebunden bleibt, dann kann ja eigentlich nichts passieren. Also das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir da eine kleine Geschäftsleitung da installieren müssen, von, also nicht unter drei Leuten erstmal, ne? Also jemand, der es managt, dann eine Sekretärin, ne? Und vielleicht einen, der noch ein bisschen was von Rechnungsführung oder so versteht, ne? Das wird ein Betrieb. Das wird ein kleiner Betrieb. Ja, eben, aber ich meine, der Anfang ist bestimmt drei Leute, ne? Die eingestellt werden. Ja, so fängt es an, aber. So, ne? So fängt es an, ja. Dann richten die sich als erstes im alten Kloster schönes Büro ein. Warum nicht? Das muss sein. Das ist ja nicht schlecht, ne? Besser als die Stadt im Kaffeebaden. Ne? Alles richtig. Also. Bloß, ich meine, Ihr Zweck war doch viel kleiner und viel sichtbarer. Bitte? Ich meine, jetzt ein ganz bestimmtes Objekt, wo jeder dann hinterher sagt, immer 50 Millionen geschenkt. Ich habe mal ja, es sieht total nicht verfallen, aber es sieht schlimm aus trotzdem. Ich habe doch ein paar Bäume von der Problemen. Die Geschichte, das, da ist Pferdefuß dran. Also da ist man vielleicht als Jurist ist man berufskrank, das kann sein, aber ich habe hab in letzter Zeit so viele Leute gesprochen. Dort wollte er die Spielbank heimmachen, aber ist nicht dasselbe. Naja, ich glaube es wiederum nicht ganz so, denn es haben dort Leute ihren Namen hingegeben, wie Brandt oder. Ja, das ist dahinter. Ja. Dann Johannes Rau. Johannes Rau. Also die lassen sich nicht so mit dunklen Geschäften hinein. Also so wie ich das sehe, ist dieser Personenkreis, der dort zusammengekommen ist, da wird also kein einziger eine halblinke Sache mitmachen. Da ist kein einziger dabei, der auch nur zu 10% von seiner Integrität wegen irgendeiner Stiftung aufgeben würde. Gut, das ist dann. Also, die DDR-Leute, die stehen außerhalb jeden Verdacht. Da hat ja kein anderer was zu sagen. Da ist ja niemand, der Stiftungsrat sind ja nur diese 21 Leute aus Leipzig. Da ist doch kein Konzert drin. Wenn die jetzt, in der Praxis kann man das dann da doch nicht so blauäugig sehen. Das nicht. Wenn jetzt drüben jemand eine Million Westgeld, natürlich wird man dann irgendwie hoffieren oder wird sich bedanken wollen. Dann wird gleich doch hier meine Möglichkeit, etwas zu machen. Was scheinbar gar nichts mit der Stiftung zu tun hat, also was wird nicht ausbleiben können. Ja, aber ich meine, das ist ja erstmal. Fiat haben ja früher die Leute, die haben Geld gekostet. Das muss ja nicht schlecht sein. Nein. Das muss ja erstmal nicht schlecht sein. Selbst wenn in ein Gebäude eine Bank reingeht, muss es ja nicht schlecht sein. Also die Banken haben ja in Leipzig die schönsten Gebäude gebaut, die heute wie das Kochhaus Museum ist. Ne? Also so schön sind die. Ne? Also das muss ja deswegen nicht zweckentfremdend benutzt werden. Ne? Nee, ich meine nur, es ist ein richtiger Aufwand, es ist mehr Aufwand damit verbunden, das muss eine Firma machen. Andererseits nehmen wir mal an, das alte Klo, also das ist nicht vorgesehen, der Herr aus Stuttgart stellte sich einen Verlag vor oder sowas ähnliches, aber nehmen wir an, da ging eine Bank rein, das ist als Bürogebäude durchaus geeignet, die riesige Mieten bezahlen können, die dann wieder zurückfließen, also nicht nur das Gebäude erhalten, sondern wieder, also ich meine, sehen wir doch mal, was wir gemacht haben, also der Bombenteppich geht noch mitten durch Leipzig durch, alle Grundstücke sind noch unbebaut. Die noch da stehen, sind kurz vorm Einfall, wieder Grönlin, Alte Kloster, Bartelshof, Webershof, ganze Heinstraße. Also es kann ja, also wenn wir jetzt Augenmaß beweisen und nicht alles mitmachen. Nee. Schlimmer kann es ja nicht wirklich. Kaum. Und das Entscheidende ist ja, dass das Stadtbild nicht zerstört wird. Also dass keine so Bankgebäude als Hochhaus hinbaut, aber wenn sie reingehen in Vorhandenes, also das wäre ja auch wieder reparierbar in jedem Falle. Also wenn jetzt hier die Transferbank sagen würde, wir spenden 100 Millionen, wenn wir das alte Kloster nutzen können, dann wüsste ich erstmal nicht, warum man dann Nein sagen soll. Also mit den 100 Millionen können wir 10 historische Gebäude, so die bezahlen eine riesige Miete. Und naja, das ist ein tolles Geschäft. Ne? Also, und was haben wir denn drin? Klarkraft für, die sowieso pleite machen ne? Und die geringe Miete bezahlen wollen vielleicht. Ne? Wo der Chef schon sitzt, na gut. Klarkraft machen pleite, ne? Also ich nehme an, dass sie pleite machen, aber weiß es nicht. Ja, wenn dahinter Persönlichkeit des öffentlichen Lebens steht, da ist dann natürlich die Gefahr nicht da. Immer die Gefahr ist immer da, wenn da Leute auftauchen, deren Namen man gar nicht kennt, im Prinzip, die aus industriellen Kreisen sind, die natürlich auch Geld haben, die solche Beträge durchaus aufbringen können, dann wird es eben kritisch. Ne? Ja, wir haben auch in dem Gespräch gemerkt, dass wir doch wirklich also so einseitig denken, ne? Und bestimmte Dinge sind uns einfach abhanden gekommen an Möglichkeiten, die in der Wirtschaft drinstecken. Ne?
Naja, bloß ihr müsst eben auch aufpassen, dass die nicht noch mal Grundstücke haben wollen. Ja, die dass es nachher aussieht wie in Frankfurt. Das kommt noch dazu, die Grundstücke. Also da, ich meine, das ist für den Erklärungsprozess, dass wir das erst durchsetzt. Also das ist, die Absicht besteht überhaupt keine Grundstücke. Also die nur die Gebäude, wenn schon nur die Gebäude zu vergeben und zu verkaufen. Und mit der Maßgabe, sie zu rekonstruieren. Soll städtisches Eigentum immer bleiben. Mhm. Ne? Also denke ich, die haben sozusagen nur die Nutzung. Ne? Und der Grund und Boden bleibt also immer städtisch. Damit auch gar keine Spekulationen entstehen können. Ne? Also dass man spekulativ Grundstücke aufkauft, um sie abzureißen und sonst was draus zu machen, wenn man es gar nicht kann. Ne? Mhm. Weil der Grund und Boden einem gar nicht gehört dann. Also, das hat jetzt also nichts mit dem Thema zu tun. Ich weiß nicht, ist Ihnen da schon was bekannt? Ich meine, ich kenne selbst eine Menge namhafter Firmen von denen. Die wollen eigentlich weiter nichts als Gewerbe haben. Ja. Die sehen, dass sie durch eine Einphase gehen, dass es Gewerbe haben gibt, der absolut nicht nutzbar ist. Und die fragen einen nun, warum wird mir nicht die Möglichkeit verschafft, vollkommen mit verlorenem Geld das für mich in Ordnung zu bringen. Und Club drauf haben? Leider nicht. Sie wollen lieber das Haus haben. Und Club drauf haben. Sie sollen kein Haus bekannt sein. Das werden die kriegen. Es erscheinen ja jetzt plötzlich auch massenweise Annoncen, wo Leute Mietshäuser kaufen wollen, was es nie gegeben hat. Ne? Der Günter Lüttich hat erzählt, in der Seebibel können sie nicht weiterbauen, weil die Leute ihre Bebauungsgenehmigung zurückgezogen hätten, die warten nur, dass der Grundstückspreis erhöht. Ja. Gibt's überall, wo sich Leute jetzt melden. Ja, das ist für uns jetzt, ich meine, das ist ein ganz anderes Thema, ein wichtiger Gesichtspunkt. Der Stadtarchitekt, Chefarchitekt wollte ja sozusagen Flächenabriss und Neubebauung, obwohl er mal was anderes sagt, aber das ist eigentlich so. Und ein wichtiges Moment, dass wir sozusagen behutsame Stadterneuerung vielleicht durchsetzen können, ist, dass wir alle privaten Rechtsträger ermutigen, um Gottes Willen ihre Häuser nicht herzugeben, können die nämlich nicht. Das ist zwar, also ich muss sagen, auch nicht die feine englische Art, aber das bei, also ich meine, das ist doch richtig. Ne? Da werden Gebäude zum Beispiel in Konnewitz mit abgerissen, erstmal die angeblich abgerissen werden müssen und gleich noch die, die dann noch im Wege stehen. Ne? Also auch Privateigentum. Wir werden in Konnewitz in einer Straße zwei Bauhöfe beseitigt. Das ist doch grotesk. Ne? Ich brauche doch in Wohngebieten, also damit es eine industrielle Durchmischung sozusagen oder eine handwerkliche Durchmischung, damit das überhaupt funktioniert. Ne? Da geht ein Bauhof der Gebäudewirtschaft, völlig intaktes, schönes Gebäude mit Zimmerer soll raus und ein privater privater Baubetrieb soll dort raus. Ne? Die wollen aber gar nicht. Ne? Und dann werden so ganz so monoton, also nicht, ich meine, die sind monoton im Sinne der Architektur, sondern so, also nur also eine einfache Wohnbebauung. Ja, einseitige eben, Wohnbebauung. Ne? Absolut von der Ökonomie her gesteuert. Ja. Also von der Ökonomie des Baubetriebs. Das Baubetriebs. Ja. Ne? Das ist nicht ökonomisch. Was mit dem Hintergrund, wir brauchen Wohnungen. Ja, das ist diese Wohnungsbaudemagogie, die jetzt 10 Jahre betrieben wurde. Ist er denn nun zurückgetreten, Herr Stadtarchitekt? Ja, das. Also ich meine, das ist ja wirklich eine makabre Geschichte. Also er hat gesagt, er will, dass der Rat der Stadt die Stelle ausschreibt. Und wenn er das nicht tut, tritt er mit Kündigungsfrist von 6 Monaten zurück. Und er hat sich auf die Volksparkkonferenz berufen, die das gefordert hätte, was aber auch gar nicht stimmt. Also er hat dort erklärt, wenn er das und das fordert, trete ich zurück. Oder nicht andersrum. So, und dann geht das Getrickse dann also noch weiter. Da ist die Ausschreibung meiner Meinung nach jetzt nur in der Leipziger Lokalzeitung erfolgt. Ne? Und ich meine, ich kann doch eine Chefarchitektenstelle für eine Großstadt nicht in der Lokalzeitung ausschreiben. Und da steht dann drin, derjenige muss Doktor sein und Städtebau studiert haben und Leipzig genau kennen. Ja, da weiß man, also Architekten gibt es gar keinen. Ne? Die meisten Architekten haben nicht promoviert. Ne? Und die wenigen, die promoviert haben, die können dann in der Hand abzählen. Ne? Also, hat sie eine Ausschreibung für sich selbst gemacht, sozusagen. Also das ist ziemlich wichtig. Natürlich. Also für Architekten ist es überhaupt nicht das Entscheidende. Wenigstens, aber der absolut wenigsten, weil also, die gar nicht mehr dann sein. Die werden dann, wenn sie gut sind, Professor, Honorarprofessor. Ne? Aber, die Ausschreibungsgeschichten halte ich sowieso im gegenwärtigen Zeitpunkt alle für ein bisschen. Naja, aber wie sonst? Wir wollen denn, wie ja sonst? Klar, aber nicht alle auf einmal. Jetzt 500 Bürger, mal was wenn der näher kommt. Man kann hier zwischen 10 Theatern wählen, als Intendant. Ja, das soll ich klar nicht machen. Aber nicht alle zur gleichen Zeit. Das ist doch wie klatschen alle hoch, wieder runter.
Die Kommunen müssen notgemäß dann auch auf zweite und dritte Wahl zurückgreifen, weil es gar nichts mehr gibt. Wobei jetzt bei den Architekten ist es sicher anders, weil die guten Architekten zum Teil nicht in Leitungspositionen konnten und wollten. Und außerdem könnte man jetzt hier im gesamten deutschsprachigen Rahmen versuchen, jemanden zu bekommen. Ja. Es sein, dass es irgendeinen Verrückten gibt, der aus Österreich oder sonst wie sagt, das reizt mich mal, seine kaputte Stadt hier wieder auf Vordermann zu bringen. Kann doch sein. Das wissen wir doch noch gar nicht. Ne? Wer das denn für, was war es, 2300 Mark oder so, was da ausgeschrieben? Also da wäre ich, das sind dann meistens welche, die haben ihr Geld, die dann schon gesorgt haben. Die wollen mal wieder arbeiten. Ja. Oder eben doch Architekten aus anderen Städten. Ja. Wir können doch jetzt also nicht, ich kann doch nicht zurücktreten also, und dann wieder so eine Marschallei anfangen, hier so eine innerstädtische Ausschreibung hier, ne, wo ich genau weiß. Also innerstädtisch finde ich es Quatsch, aber ich meine an sich so einen Posten auszuschreiben für die Schule. Ja klar, das sind Schulen. Aber Akademie müssen Sie doch ein paar gute Architekten haben. Wir haben doch ja, aber das ist doch nur die eine Seite einer Ausschreibung. Die wichtigere Seite einer Ausschreibung, dass sich doch ein Mann mit dem Konzept vorstellen muss. Und wenn Fischer mit einem Konzept gescheitert ist, kann er doch nicht noch immer dasselbe Konzept vorstellen. Ja, ich will den Mann jetzt nicht verteidigen, aber ich meine, der wird natürlich mit Recht einwenden. Das Konzept, mit dem ich gescheitert bin, ist nicht mein Konzept, sondern das ist das Konzept, was man mir von irgendwo. Ja, du musst aber doch ein neues Konzept vorlegen. Das ist doch der Witz als Scheiter. Also nicht eine Qualifikation einfordern, sondern eine Konzeption. Was bietet ihr an, in Leipzig zu machen, innerhalb der nächsten 5 Jahre oder so? Ja, das ist ein menschliches Problem. Das ist ein schwieriger Mann, der Dietmar Fischer, der hat sich wie so ein trotziger Junge sozusagen aufgeführt. Und der Obertrotz war dann, dass er zurückgetreten ist mit Bedingungen. Und wie geht das ganze Theater weiter? Und ich begrüße es, dass ich sage mal jetzt aus dem größeren Rahmen eine richtige Persönlichkeit gefunden wird, die auch mehr Format hat als er. Das würde ich unbedingt vorstellen. Das ist nicht der richtige Mann. Wie Sie sagen, ich bin eigentlich überzeugt, wenn man so eine Ausschreibung in einer richtigen Form in Westdeutschland vornimmt. Vielleicht meldet sich da ein ganz honorischer Künstler, der genug Geld hinter sich hat, der sagt, das brauche ich alles gar nicht mehr, das habe ich genug. Aber das ist eine Aufgabe, mit der mache ich mich noch bewegt. Und ich meine, irgendwann wird hier eine bestimmte Währungsangleichung kommen. Ne? Zack. Und dann wird es vielleicht auch mal das wird doch nicht erstmal ewig dauern. Kann ich sie gleich miteinander zusammenbringen? Das ist nämlich hier gleich zu Ende. Warte, wenn jetzt jemand mit dem Namen zu Plan hätte. Wir machen nur noch einen Termin. Wen will denn der sich jetzt holen? Was für ein Plan? Was ich Ihnen jetzt eben gesagt habe. Jemand, der sagt, ich will hier mit meinem Geld, verlorenen Baukostenzuschuss, wie man früher sagte, will ich jetzt irgendein Haus. Und wenn im Moment ist eine Kontaktperson benannt worden. Mal gucken, was so an Geld zusammengekommen ist. Da muss man uns überraschen lassen, ob ich den jemand eingezahlt habe. Ist es schon abgelichtet? Dieses Wir, Frau Zippel. Also was hier Geschichte wäre, wenn man die so führt, diese ursprüngliche Verhandlung, dass man, ich muss sagen, in bescheidenen Raum sind, wenn dann kommt man reich genug. Ich brauche es nicht. Können Sie noch entfernen, die Beschreibung des Öffentlichen? Sehr schön, ja. Da kommen mit Sicherheit, das ist auch keine Reichtümer zustande. Ich meine, das sind wenn da 100.000 Marken oder irgendwas, das ist, der kommt ja nicht. Das ist meine Meinung. Also ich will eine Großzügigkeit der Welt so nicht unterschätzen, aber und wenn das jetzt so wie es ursprünglich geplant war, bleibt, also dass es eine ganz, ich muss sagen, feine, detaillierte Geschichte ist, wo aber jeder hinterher sieht, dort ist ein bisschen was geschehen, da ist ein bisschen was geschehen und so, das wäre meines Erachtens. Sonst hat das keine Berechtigung, muss man sagen. Ja, ich würde jetzt noch eine Chance sehen, wenn die hier genannten Kultureinrichtungen oder diese Theater und Orchester und so weiter, also wenn die jetzt wirksam werden, kann ich mir vorstellen, läuft das dann. Ne? Also wenn sie das ist besondere Veranstaltungen und sowas zum Beispiel auch machen und einfach. Ja, das sind nur, also wenn man das immer in 150 Millionen misst, dann verliert man gleich sozusagen Mut. Und ein großes Konzert bringt zwar ein paar Tausend, aber... Und wenn ich weiß, mit welchen Schwierigkeiten die Theater, die ich vertrete, und wo ich das ein bisschen sehe, mit welchen Schwierigkeiten finanzieller Art die fertig werden müssen, und was die für eine Mühe haben, mal einen Maler zu bestellen. Ja, dass man das auch durch solche Veranstaltungen publiziert, nicht nur, dass das Geld da reinkommt, sondern dass die auf diesen Zweck gezogen sind, dass sie nach außen sichtbar wird und dass man auch noch spenden. Ja. Also wir hatten zum Beispiel bei der Volksbaukonferenz, wo da waren 1000 Leute da,
Und die Schuhe haben gar nicht alle gespendet und es war gar nicht so vordergründig. Die waren immerhin ruckzuck 1500 Mal von dem Nikolaikirche zusammengekommen. Ja, darin besteht schon eine Möglichkeit, was da wirklich schwierig ist, einen langen Atem zu haben und nicht nach 3 Monaten die Sache selbst zu vergessen. Dann müssen wir uns einfach immer. Und dass man also Spendenbehälter und so weiter mit Plakaten und so, ne, in den Einrichtungen hat und immer wieder dranbleibt und so. Ne? Ich meine, Sie denken ja selbst an sowas, dass man meinetwegen jetzt sagt, Spende, Denkmalschutz oder was, wie wir uns so geeinigt hatten. Und dann jeweils das Objekt sogar mit angibt bei so einer Werbung, was zurzeit gerade. Ja, du wolltest mal fragen, Bildermaterial oder so? Haben wir. Also, wir haben jetzt natürlich nur eine Zeichnung. Ja. Das könnten wir, das hatten wir schon mal besprochen, grafisch umsetzen oder so. Ne? Ja, dass ich irgendwie so auf dem weißen Blatt, dass ich dann auch mal 10 Mal vervielfältigen könnte. Ich wollte halt eigentlich mitbringen, die Lichtphase. Könnte. Ich sag mal, was kostet das? Mir hat jemand gesagt, ich 2 Millionen, sagte er doch, ne? Nee, ich hatte nicht. Doch, nee, ich habe 500.000 Mal gesagt. Ne? Habe ich 2 Millionen gesagt? Ja. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, was kostet das. Also, mir hat jemand gesagt, das wäre ja fast eine schlimme Ruine. Ja, das, ist eine schlimme Ruine, das stimmt. Mhm. Ja, natürlich. Also ich meine, die Universitätsbibliothek ist auch eine schlimme Ruine. Das ist eine schlimme Ruine, das kommt praktisch im Wiederaufbau gleich in den Kosten, aber das Gebäude ist vergleichsweise klein. Mhm. Klein. Das ist eine schlimme Ruine, natürlich. Was ich meine. In welcher Größenordnung sehen Sie es? Habe ich 2 Millionen gesagt. Ja. Da würde ich mal dabei bleiben, aber auf jeden Fall, wir hatten ja über andere Objekte geredet, die dann über 10 Millionen liegen und Universitätsbibliothek haben wir nur mal über den Daumen gepeilt, 200 Millionen vielleicht. Ne? Und das wäre selbst für die Kulturstiftung dann ein Riesenhammer, den sie vielleicht gar nicht schaffen können. Mhm. Insofern sehe ich das gar nicht so, ne? Also so hätte ich gar nicht hier diese Minderwertigkeitsbedenken. Also wir könnten ein kleines, wichtiges Haus machen und die andere Kulturstiftung ein großes Haus machen. Ja, ne? Ja. Also, das ist schon ganz schön groß, 2 Millionen. Ja, ich meine, Hoffnung, dass sowas reinkommt? Ich weiß es nicht, man muss es versuchen. Ja, und wenn es weniger wird, dann gehen wir es in anderen Fällen. Naja, man weiß es ja auch gar nicht so genau, ob es wirklich 2 Millionen sind. Wenn er jetzt 500.000 sagt, dann muss es ja ganz schön schwanken. Erfahrungsgemäß kostet es. Macht man dann Kostenvoranschlag oder wie? Ja, das ist schwierig bei den gegenwärtigen Preisentwicklungen. Ja, also das ist stimmt. Und dann ist noch Denkmalpflege doppelt schwierig, weil. Und wer sichert, dass das Haus jetzt nicht abgerissen wird? Ja, das steht so komisch, das darf auch schon jemand abreißen, aber Vater, der so eine praktische Art Sachkompetenz mit einbringt, wenn es um die Auswahl von Objekten geht. Und hier ist jetzt der Eindruck entstanden und der ist ganz falsch, dass ich mich in die Arbeit des Stadtdenkmalpflegers hier einmischen möchte. Wir haben jetzt hier ein Schreiben vom Kollegen Liebmann, Direktion Kulturbauten, und da steht drin, das ist unser Objekt, das haben wir vorbereitet. Unser Anliegen war nur, ich weiß ja, dass wir die Finanzen vom Bezirk und von der Stadt für dieses Objekt nicht haben. Unser Anliegen war nur, euch, der Stadt, die Finanzen zur Verfügung zu stellen. Und das habe ich angeregt. Und die denkmalpflegerische Bearbeitung, die werde ich niemals übernehmen, das musst du machen. Ja, ich weiß nicht, was der geschrieben hat. Das hat er geschrieben, kannst du also abschließend vergessen. Das Wichtige ist, Geld ist das eine, ne? Da muss man auch erstmal jemanden finden, der dafür arbeitet und so weiter. Dass das wieder hochkommt, ganz einfach, ne? Dass eine moralische Instanz auch hier geschaffen wird. Der Kulturbund funktioniert nicht mehr, über den habe ich das immer machen können. Und dass das nun ersetzt wird, das was fehlt. Was meinst du, wieder hochkommt? Ja, immer wieder. Dass das Objekt im Bewusstsein bringt. Immer wieder die Öffentlichkeit mobilisieren. Ne? Einfach, jetzt ist wieder eine Gruppe da. Ich begrüße was, außerordentlich. Eine Gruppe da. Jetzt mit der Zeitung, Spendenaufruf. Die Situation, der Staat hat kein Geld für die Seeborgstraße 45. Ja, ich finde es ja gut, ich habe gesagt, dass jemand jetzt... Lediglich eins, Herr Hart will lediglich eins, ich habe ihn beraten, weil er mit dem kleinen Objekt anfangen wollte. Und da schien das, immer wieder dieses Haus mit dem kleinen Anfang. Mit so einer Stiftung und mit der öffentlichen Verfügung zur Verfügung stellen des Geldes öffentlich bewirken, dass ein Druck auch entsteht oder dass wir überhaupt, also in Zukunft wird ja das Geld wieder das Maß der Dinge sein, ne? Und wer Geld hat, wird bauen können, ne? Dass sozusagen eine zusätzliche Hilfe für dieses Objekt entsteht. Denn wir sind uns doch einig, wenn wir es in diesem Jahr nicht beginnen, und dann ist es weg.
Ich spreche das. Ach, und, ja. Und da muss man hier einen bestimmten Strich ziehen. Ne? Das ist die Seite. Es ist einfach wichtig, dass sich hier Geistesschaffende in dieser Stadt, es gibt gar nicht mehr viel, die sich über ihren eigenen Horizont hinaus bewegen und auch nochmal die Kultur dieser Stadt. Los, Wolfgang, ich bin ein bisschen immer befremdet in der Richtung, dass wir als die nun bis zum bitteren Ende auch um jedes Denkmal gekämpft haben, ein bisschen so außen vor gelassen werden. Entschuldige bitte, ich erfahre viele Dinge tatsächlich echt aus der Zeitung und nicht eigentlich von ich den Leuten, mit denen ich... Es ist schrecklich. Es gibt kein Kommunikationsnetz. Früher hat man zusammen im Stadtrat gebeten, dass er irgendwelche Anleitungen oder... Das gibt es alles nicht. Hans, wir haben bereits einmal hier eine Stunde gesessen und in dieser einen Stunde habe ich um diesem Objekt... Also da habe ich diesen Vorschlag gemacht, Herr Hart meinte, das könnte der richtige sein, weil das Geld auch in eine Kultureinrichtung gehen soll. Ja, ne? Darum geht es nicht. Und da habe ich diesen Vorschlag gemacht, am nächsten Tag stand er zu meiner Überraschung, dass ich glaube ich unbedingt jetzt hier wollte, weil die Partner uns alle noch nicht wussten in der Zeitung, aber das ist alles, ne? Ja. Na gut, schnell machen, jeder ruft jetzt. Ist schon richtig. Bis 5:12 ist es noch. Und es gibt solche Stimmen. Also wir müssen Formelständen bauen, wir müssen mehr Zeichen setzen. Das Geld ich mal jetzt hier einen Satz mal in dem, was ihr da vergessen habt. Das ist das Problem, die Form finden. Und ich sehe, dass ich die ganze Szenerie hier im Baugeschehen kenne, in Leipzig, findet sich da keine. Und deswegen war eigentlich meine Vorstellung, man kann das zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit dem gewissen... Man muss eine Baustelle einrichten, man muss dort ein Bauzentrum umbauen, man muss ganz einfache betriebswirtschaftliche Regelungen, die müssen dort erstmal gemacht werden. Dort müsste man vielleicht irgendwas aufgeräumt werden und das macht kein Baubetrieb. Das kann nur in dem im gegenwärtigen Zeitpunkt, muss dann wirklich so sagen, ein stiftungseigener Betrieb sein. Das war eigentlich die Vorstellung, mit der ich hier rangegangen bin. Die finden jetzt keinen Baubetrieb. Die finden dann sicherlich einen Betrieb, der mal ein Stück Arbeit macht, der die Fenster herstellt. Wollen wir jetzt, wollen wir jetzt denn alle, die in der Pflicht sind, volkswirtschaftlich, das ist der Fall, wie Denkmalpflege, das ist der Hauptauftraggeber, so ist das eben noch. Und der Betrieb hat es nun dieses Jahr wieder im Plan, voriges Jahr auch, macht nichts. Aber wollen wir die denn so entlasten und aus der Pflicht nehmen? Wollen wir nicht lieber Druck ausüben auf diese... Auf den antworte ich üben Sie keinen Druck aus. Den kenne ich viel zu lange als anderen Geschäften. Ja, aber dann kommt doch ja immer wieder so davon, ne? Dass sich andere dann da Probleme annehmen. Ja, außerdem muss ich sagen, wir sind natürlich hier als Kultureinrichtung überfordert, jetzt einen Betrieb zu organisieren, also einen Baubetrieb zu organisieren. Ja. Also unsere Hälfte verstehe ich, Geld aufzubringen und das irgendjemand in verantwortungsvolle Hände zu geben. Wenn wir uns den kennen. Ein Baubetrieb, den Sie nicht finden. Der schluckt's. Ja, bloß das Thema, was Sie ansprechen, das ist ein wichtiges Thema, aber sagen wir mal, wir müssen bereits mit der Seeburgstraße 45 vorher begonnen haben, sonst ist sie nämlich weg. Ne? Mhm. Also ich will mal sagen, das ist ein Schritt, der noch etwas später greifen wird, ne? als die Notwendigkeiten hier bestehen an diesem Objekt. Ne? Also in diesem Jahr muss dort Wesentliches geschehen, dazu soll Geld aufgebracht werden und das Thema, was Sie ansprechen, ist auch ein wichtiges Thema. Aber ich setze eigentlich, was hier die Konjunkturen dieser Stadt betrifft, also darauf, dass, und das rollt schon, ich könnte auch Beispiele nennen, dass mittelständische Baubetriebe, ich sage mal übertrieben gesagt, wie Pilze aus dem Boden schießen müssen, aber auch werden. Und man in naher Zukunft Baupartner, kleinere Baupartner finden wird, die solche Aufträge übernehmen werden. Wenn das nicht gelingt, dann brauchen wir uns über Leipzig nicht mehr zu unterhalten, dann gibt es Leipzig nicht mehr. Ne? Das ist also nicht die Frage einer Stiftung oder zwei großer neuer Betriebe, sondern von vielleicht 100 oder 200 mittelständischen kleinen Baubetrieben, die in den nächsten 2, 3, maximal 5 Jahren hier entstehen müssen. Da können wir dich nicht ausschauen. Ich habe keine Lust, das zu machen als Feuerbedenkmalpflegebetrieb. Also wird ein Druck entstehen, ne? Was nicht bedeutet, dass er nun auf einmal Berge versetzen kann. Aber es entsteht ein Druck, dass er wenigstens... Wie viele 1000 Mark sind geplant? Und das ist das Sicherungsmaß. 200.000 Mark, das ist für diesen Betrieb immer nicht viel. Das wäre ja schon ganz schön, das wäre meinetwegen die Sicherung des Objektes und die ersten
Baumaßnahmen und mehr Geld wird wahrscheinlich jetzt auch schwer. Das ist doch toll. Das ist jetzt toll geworden. Ne? Sieht schöner aus als hier. Wissen Sie, wenn Sie das hier, wenn man das hier noch geschickt beschneidet, können wir das hier schön direkt aushängen. Das hier sieht doch toll aus. Freilich, das hängen wir gleich hinter aus. Nur noch ein Schnippelschnitt. Also ich bin wirklich froh, dass wieder sich Leute da Sachen annehmen. Denn mein letztes Druckmittel, das war eben die Ausreise. Nicht so, und Fälle. Da meine ich aber gerne. Das kann ich nicht noch mal sagen. Ich müsste jetzt gar nicht nach Polen oder nach China. Was ist dieses Problem? Dann könnt ihr dann sagen, nee, ich war schon so weit. Also, was wir jetzt hier besprechen, das ist meiner Meinung nach nicht das Thema für diesen Tisch hier. Weil ich meine, der Art organisiert das Geld, das ist schon in Zukunft viel wert. Und den, und den moralischen Druck gleich mit. Ne? Ich würde da auch mal mit hingehen, ne? Wenn Sie sind, meinen, dass einer von uns dabei sein sollte, wenn das besprochen wird bei der Denkmalspflege. Das ist schon gelaufen, ja. Na, Sie kennen das Objekt an sich. Im jetzigen Zustand. Naja, jetzt ist ja kein Zustand. Das zu sagen, dass, das aus, ist dass die wertvollen Teile ausgebaut sind und gelagert sind, das sieht es natürlich auch schrecklich aus, wenn man reinkommt. Ne? Das ist auch in dem Nürnberger Hof alles deponiert. So zeichnen Sie zum Schluss. Nee, ich kenne es nur von außen. Die Stückstücke ist immer noch wertvoll. Und es kommt dann noch mal innen noch sehen. Ein neuer Aspekt das dazu. Die Rekonstruktionszeichen. Das sollte ja, und das wollen Sie glaube ich nicht, ne? Würde ich auch korrekt finden, wenn Sie eine andere Nutzung wollen. Also der Kulturbund würde, das sollte ja vom Staat bezahlt werden, jetzt bezahlt es die Kulturstiftung oder die Spendenaktion. Naja, eventuell alleine, mal sehen. Wir können noch nicht sagen, wie das losgeht. Und Sie meinten ja dann, dass es dann... Das hängt mit der Entwicklung unserer Währung zusammen, das hängt mit der Entwicklung des Landes, der wirtschaftlichen Situation zusammen. Und Sie meinten ja, dass der Kulturbund es vielleicht dann nicht als Club der Intelligenz bekommen kann, wenn sozusagen die Kulturschaffenden das Geld aufbringen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man einem meinetwegen da ein ganz neutrales Lesecafé draus machen muss, kommerziell betrieben wird. Wir haben im weitesten Sinne für eine Kultureinrichtung das dort neu entstehenden Wohngebietes. Und da es in Zentrumnähe liegt, müsste es eingerichtet sein, um auch, sagen wir mal, während der Messe oder in ähnlichen, für ähnliche Anlässe auch für die Stadt repräsentative Veranstaltungen abzudecken. Also auf jeden Fall fehlt es dann für Kulturbund weg. Ich habe ja mit der letzten Dorf gesprochen. Natürlich, die haben was den Kulturbund betrifft, das müssen Sie noch wissen, wäre es ja so gewesen, der Staat hätte das bezahlt bis zur Fertigstellung und der Kulturbund hätte dann das bezahlte fertige Objekt über einem Geschenk gekriegt. Ja, und die Bedingungen sind heute andere. Ne? Also die können unter den heutigen Bedingungen nicht erwarten, der Kulturbund, den es dann vielleicht gar nicht mehr gibt, dass sie ein Haus für 2 Millionen geschenkt bekommen. Also das war vielleicht früher real, also heute nicht mehr. Ne? Naja, unser Problem ist folgendes. Wenn man selber bewirtschaftet, bedeutet das, dass man natürlich auch die Mittel dazu immer neu zur Verfügung stellen kann. Und das überschreitet vermutlich den Umfang unserer Möglichkeiten. Uns wäre also ein Rechtsträger lieb, der ökonomisch so stark ist, um zu gewährleisten, dass das Objekt in dem baulichen Zustand, wie es übergeben wird, auch verbleibt. Ja. Also nicht, dass man es einen Arm oder einen Literlichen gibt, der es dann in 3 Jahren wieder runterwirtschaftet. Ja, wir haben halt die Kultur, Denkmal, das ist eine Einrichtung, die Kultur. Ja, ich glaube, das ist aber es ist auch ein Nutzer übergeben. Ich glaube, dass es in Zukunft hier kommerziell betrieben werden muss. Also, dass jemand das in Pacht nimmt, meinetwegen ist ja Kulturgut, was vielleicht im städtischen Besitz bleiben könnte, und jemand das in private Pacht nimmt, ne, und dann eben ein Lesecafé oder ein Chanson-Café oder irgendwas da drin wird. Ja, das doch auch. Ja, aber Marc ist ja das macht mir Freude, dass wir Markus gesagt haben. Markus? Markus heißt der. Markus, der in die Kneipe da unten in der Ecke. Frankfurt. Das würde dann sozusagen wieder ausgeschrieben und wäre das beste Angebot. Man könnte das auch ausschreiben. Ja. 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 Ich würde auch sagen, Bedingung das ausschreiben. Denn wenn das wirklich mal so weit wäre oder so weit kommt, denn da kann man sich wirklich fähig mal raussuchen. Und dann, es geht hier nicht darum, dass einer reich wird und das Niveau gleich wieder will. Wenn man anfängt zu bauen, an die spätere Nutzung wirklich zu denken, nicht, dass man sagt, du hast so eine Miete, wir haben bestimmte Voraussetzungen dazu. Und macht man dann vielleicht nicht Aufwand an Denkmalpflege, da getrieben worden ist durch die Nutzung wieder kurz. Und dann haben wir erstmal wir Termine, die übereinkommt. Ich würde vorschlagen beim Direktor von der Denkmalpflege, indem wir was wollen.
dass wir uns mal dort treffen. Also wenn Sie hier einen Termin angebaut haben, dass Sie jetzt machen wollen. Schauen Sie mal in ja, Sie sagen in 4 Wochen, ne? Das ist vielleicht auch gut, ne? Weil wir ja auch noch ein bisschen... es gibt keinen 31. Februar. Da haben wir nicht das übrig. Aber 4 Wochen ist jetzt alles. Na, wollen wir es gleich am 7. Mai bis 16 Uhr hier machen. 15 Uhr treffen wir uns. Am wie viel? Mai. 7. März. Treffen wir uns 15 Uhr hier und dann kann man es doch gleich anschließend machen. 7. März. Ja, da würde ich den Frankfurter hier immer bitten, mit herzukommen. Mhm. Ja. Okay, da müsste dann auch beraten werden über eine Nutzungskonzeption. Da müssten Sie natürlich sagen, was überhaupt möglich ist. Also von Raumgrößen, ja, das ist ja, eine Bibliothek einrichten ja, kann oder Gaststätten und Kühlräume. Ja, das ist ja ein Grundriss entwickelt für eine kulturelle Nutzung, so eine Art Club der Intelligenz. Nee, ich gucke da wie ein Schwein zu. Ich meine, hier ist eigentlich schon... Naja, 28 Quadratmeter die urbanen Räume, das ist wenig, ne? Dann das andere hat eine Baufläche von 3 Meter. Können Sie mal den Grundriss vielleicht noch rausnehmen? Und da ist auch nicht drunter oder dahinter ein Schrift zu machen. Das Grundstück ist noch vorne zu mir. Das ist alles ein Verhalten, aber ist hier ein Lärm. Das ist auch meins. Da sind noch ein kleiner Grundrisse drin. Übersicht Grundrisse. Wir nehmen ja die Kolikopierung. Ne? Ja, die Grundrisse ist einseitig. Eine 3 Meter Raumtiefe ist nicht viel, das stimmt. Da kann man nicht. Ja. Aber nun, da ist ja, und das haben wir ja nicht hier, ne? Das sind spätere Anbauer. Ja, die nehmen wir weg. Die sind ja nur das wird aber die das ist eine Grundfläche von 28 Meter. Ja, was meinst du jetzt? Also wir bauen doch den Baukörper wie auf der Lichtpause auf. Du meinst die Anbauten? Das kommt doch weg. Das haben wir doch nicht zur Verfügung. Aber wir haben ein größeres Grundstück, wo wir noch vorne was bauen können. Also im Sommer zum Beispiel. Ja, aber Lagerbauer drin sind. Ja, wollten wir nicht den Garten vorne wieder ein bisschen zurückgestalten? Wie muss das sein? Das ist Hochsparkeit, muss das nicht sein. Wenn man da Bäume, 2-3 Bäume hinsetzt, dann reicht das. Ja. Hauptsache, das passiert dort was. Ne? Muss doch durchgeht. Hätten wir aber mit dem Nachbargrundstück was zu tun, dass man hinten einfach anbaut. Hinten ist jetzt bloß eine glatte Wand, das ist ja heutes Haus. Unter Keller ist es nicht, dass man dort Küchenräume oder so. Nein, Keller vorgesehen für die Heizung. Ja, sowas könnte man dann allenfalls ins nächste Stück schicken. Also hier ist geschnitten, das hat schon ganz 2-2 Wir haben noch mal einen Schnitt. Der Neubau. Ja, das ist dann gestoppt. Ja, das ist dann nicht. Das ist oval. Da kann man nicht immer stehen in dem. Ja, direkt da vorne. Doch, da sind schon Fundamente. Also ja, Jens, du hast direkt das greift fast auf der einen Seite steht so ein Großhandel, der Papiergroßhandel davor. So, das geht ja da wieder gemacht. Ja, das hat der Chefarchitekt, der hier noch ist, mit Absicht gemacht, aber das ist ein kleiner Himmel. Das hat er mir auch so gesagt. Ich werde verrückt hier noch. Seine Mitarbeiter angewiesen, haben wir persönlich gesagt. Aber das Gebäude keine Rücksicht zu nehmen. Also ja, die Bauplanung hing aus, da hat sich keiner drüber. Du auch nicht? Ja, ich habe das noch nie gesehen, die Bauplanung. Es müssen doch solche Dinge nicht immer so gleich zeigen. Die kann man doch im ist doch ein Erlebnis, jetzt dahinter zu kommen und sowas. Also wenn es eingebaut ist, ist es erstmal nicht grundsätzlich schlecht. Ist nicht schlecht. Und also wenn ich jetzt höre, das der Ilk, der hat eine postmoderne Lösung gebracht, das einzubinden und das finde ich gut. Das ist ganz schön aufwendig. Ich meine, das wollen wir nicht gegen den Neubau angehen, ja. Ach, naja, ich meine, die Zeiten sind nun vorbei, wo es so geht wie... Das ist gerade der dann den Fernheitsanschluss hat, ne? Den Verteiler. Ja, 12 Meter. Jetzt gehe ich erst damit euch, das ihr nicht. Also, Herr Hart, heute haben sich mit Ihnen hier im Keller der Akademiker Vertreter öffentlicher Institutionen, Rundfunk, Denkmalspflege, und eines anderen. Leipziger Theater war auch dabei. Die Leipziger Pfeffermühle. Rundfunksinfonieorchester. Die kommen natürlich nicht immer alle zusammen. Wir beraten uns so in Monatsfrist. Sinn der Aktion ist es eigentlich, dass gerade in der Stadt, wo diese Umgestaltung so vehement im Herbst losgegangen ist, sich endlich mal was für die Bürger greifbar oder sichtbar tut. Wenn wir also im Lande umherschauen, dann scheint es uns in Berlin und Dresden und in anderen Städten schon wesentlich schneller zu gehen. Und wir wollen einfach hier mit unserem Aufruf dafür sorgen, dass Leipzig nicht vergessen wird. Und
deshalb versuchen wir als Kulturschaffende dieser Stadt einige Aktivitäten auf Objekte des Denkmalschutzes, also im weitesten Sinne der Stadtkultur, zu vereinigen, um auch einen gewissen moralischen Druck an städtische, staatliche Einrichtungen weiterzugeben, sich mehr um Leipzig zu kümmern. Wir haben uns so den letzten barocken Gartenpavillon ausgesucht, der in Leipzig noch eventuell zu erhalten ist. Leipzig war ja früher von lauter Gärten umgeben und es gab eine ganze Menge solcher kleiner Kostbarkeiten, und das ist der letzte. Und da glauben wir, dass wir mit diesem Pavillon ein Beispiel schaffen können, das den Leipziger auch zeigt, hier kann sich was tun, wenn alle zupacken. Es kann sich auch in kurzer Zeit etwas tun, wenn genügend Geld zusammenkommt. Und Stichpunkt Geld. Verstehen Sie sich als Spendensammelaktion, als eine Aktion, die sich zu einer größeren Institution ausweiten möchte, oder wie stellen Sie sich vor? Wir verstehen uns gegenwärtig als Initiatoren für eine Spendenaktion. Was mit dem Geld geschieht, das wird davon abhängen, wie viel es ist. Wenn es sehr viel ist, wird es vielleicht mal in eine Stiftung eingehen, oder es wird eine Stiftung. Wenn es weniger ist, werden wir das ziel- und zweckgebunden an Objekte vergeben. Wir können natürlich als Kultureinrichtung uns nicht nebenbei noch Projektanten und Baufirmen organisieren. Das übersteigt unsere Möglichkeiten. Wir möchten nur die Öffentlichkeit, die uns mehr zur Verfügung steht als anderen Leipziger Bürgern, ein bisschen moralisch unter Druck zu setzen, um nur die eigenen Geschicke besser in der Hand zu nehmen. Wo sehen Sie die finanziellen Quellen für Ihr Vorhaben? Na, die Aufrufer sind ja Leipziger Einrichtungen mit festen Spielplänen, mit festen Häusern. Die haben die Möglichkeit, durch Sonderveranstaltungen Geld einzutreiben. Sie haben auch die Möglichkeit, in ihren Publikationen ständig auf diese Aktion aufmerksam zu machen. Wir haben die Möglichkeit, auch für die Öffentlichkeit ein bisschen Werbung zu machen. Wir können Bilder, Foto, Ausstellungen und ähnliche Dinge organisieren. Und wir können natürlich auch, weil der Sender Leipzig mit zu unseren Initiatoren gehört, diese Aktion regelmäßig über die Medien publizieren. Und das ist doch ein ziemlich großer Vorteil. Alles national. Nun ist überall davon die Rede, vom wachsenden Einfluss westlichen Kapitals. Richten Sie auch darauf Ihr Auge, auf Valutaspenden? Na, aber natürlich. Wir wissen, dass Leipzig außerhalb seiner Grenzen sehr viele Freunde hat, natürlich auch in der Bundesrepublik und darüber hinaus im westlichen Ausland. Und da gibt es sehr viele Leute, die sehr gerne nach Leipzig kommen und wegen der Messe vermutlich auch aus nicht ganz uneigennützigen Gründen. Und die sind natürlich auch aufgerufen, für diese Stadt etwas beizusteuern. Unsere Stiftung beschäftigt sich gegenwärtig eigentlich nur mit DDR-Geld, aber in Leipzig gründet sich momentan eine große Kulturstiftung. Und im März wird die auch an die Öffentlichkeit treten, und dort werden dann Adressen oder wird ein Konto bekannt gegeben. Und dann sind natürlich Valutaspenden keine Grenzen gesetzt. Gut. Was noch? Was kommen wir noch? Kommen wir noch? Also mit den Grenzen, das ist jetzt genug gekommen, oder? Dass hier wirklich angesagt ist, das Geld zu beschaffen. Oder ich werde nochmal fragen, mit der Nutzung, mit der Nutzung ist, ja, dass wirklich mit dem renovierten neuen Gebäude, das der Stadt übergeben wird und dann damit finito ist, nicht wie jetzt vorhin das Beispiel mit dem Kloster war. Wie sieht es mit der späteren Nutzung der renovierten Objekte aus? Wir möchten, dass die Objekte, und jetzt wird es sich erstmal um diesen Pavillon handeln, für die Allgemeinheit zur Verfügung steht. Ob das Objekt ausgeschrieben wird oder ob das einer städtischen Einrichtung zugeordnet wird, das können wir gegenwärtig noch nicht sagen. Uns jedenfalls ist an einer Nutzung gelegen, die der Leipziger Bevölkerung Zugang verschafft
Und uns ist es einem Nutzer gelegen, der auch den Unterhalt dieses Gebäudes bestreiten kann. Denn wir fühlen uns natürlich außerstande, hier Hausbesitzer zu werden und über Jahre oder Jahrzehnte gleichzeitig noch mit Immobilien ein Geschäft zu betreiben. Wir wollen das tatsächlich dann vergeben oder verschenken, dieses Objekt, aber eben unter bestmöglichen Bedingungen für die Leipziger Bevölkerung. Okay, danke. Gut, danke schön. Ich danke.